Das Internet ist ja auch die Lieblingsplattform der Klimaleugner. Sie wissen, 97% der Wissenschaftler weltweit halten den menschengemachten Klimawandel für bewiesen. Die AfD, die wie einige rechte Parteien immer von Klimahysterie spricht, wollte vor einigen Tagen von der Bundesregierung wissen, ob diese Zahl 97% überhaupt noch stimmt. Und siehe da, sie stimmt nicht mehr. Inzwischen sind es 99% der Wissenschaftler weltweit. Gut, dass die AfD noch mal nachgefragt hat. Aber Klimaleugner wirklich denken so, ich weiß gar nicht, wie soll man das vergleichen? Also wenn man einen Pickel hat und 99 Hautärzte sagen, es ist ein Pickel. Und ein Hautarzt sagt, das ist eine Landebahn für Außerirdische. Ja, da würde man denken, ja, bekloppt. Ein Klimaleugner würde sagen, Moment, wir haben hier zwei gleichberechtigte Meinungen. Und die AfD hat ja ihre eigene Theorie, warum das mit dem Klimawandel totaler Quatsch ist. Bewiesen wird dieser nahende Weltuntergang in schöner Regelmäßigkeit auch heute mit warmen Sommern. Davon gab es in den letzten 1500 Jahren gut dokumentiert Dutzende. Einen besonders warmen Tag, weil Luftströmungen warme Luft aus Zentralafrika zu uns bringen. Warme Luft aus Zentralafrika, es sind die Wüstenwinde. Die sind schuld, natürlich. Und die wollen wir hier nicht. Die bringen im Familiennachzug noch drei Gewitter und eine Dürre mit. Danke, Merkel. Aber man sieht das Prinzip. Viele Klimaleugner operieren durchaus mit richtigen Zahlen oder ziehen Studien heran, die nicht falsch sind, aber die werden dann falsch interpretiert. Oder das Ganze wird vermischt mit kruden Verschwörungstheorien. Ich kann Ihnen zum Beispiel mit vollkommen korrekten Zahlen beweisen, dass hinter dem Klimaschutz handfeste finanzielle Interessen stecken. Von einer mächtigen Lobby, die nicht will, dass wir Auto fahren, sondern zu Fuß gehen. Wer kann das sein? Ganz klar, die Schuster. Die Schuster stecken, ja natürlich, weil die an den abgelaufenen Schuhen verdienen. Es gibt eine weltweite Schuster-Lobby. Und diese Lobby ist mächtig. Klar, es gibt auf der Erde 1 Milliarde Autos. Es gibt mindestens 14 Milliarden Schuhe, wenn jeder zwei anhat. Merken Sie das, wie mächtig die Schuster-Lobby ist. Und diese Schuster-Lobby erfindet den Klima. Ich kann es Ihnen beweisen. Sie brauchen gar nicht zu lachen. Ich kann es Ihnen beweisen. Ich habe das hier mal wissenschaftlich aufbereitet. Ja? Frage, wie viele Haushalte haben in Deutschland inzwischen kein Auto mehr? Es sind 6,8 Millionen. Wie viele Deutsche sind Vegetarier? 3,2 Millionen. Wie viele Panels hat die größte Solaranlage der Welt in Abu Dhabi? 3,2 Millionen. Wie viele Ölheizungen in Deutschland gelten als veraltet und belasten das Klima? 4,8 Millionen. Das macht alles zusammen 18 Millionen. Spannend, oder? Dazu jetzt, wie viele Mitglieder haben die Grünen? 85.000. Wie viele vom Aussterben bedrohte Feldhamster gibt es noch? Geschätzt 70.000. Wie viele Menschen sind Mitglied im NABU? 700.000. Wie viele Schüler haben im Mai auf der Riesendemo in Deutschland bei Fridays for Future demonstriert? 300.000 Schüler. Macht zusammen 19.155.000. So. Es geht noch weiter. Wie viele Wissenschaftler haben in den USA am Klimabericht mitgearbeitet? Beweis, dass es ein menschengemachtes Klimaproblem gibt. Es sind 3000. In wie vielen Ländern gab es Proteste von Fridays for Future? 123 Länder. Und wie viele Zöpfe hat Greta Thunberg? 2. Das macht zusammen 19.158.125. Und das beweist, dass die Schuster-Lobby hinter den Klimaschützern steht. Denn, ja Moment mal, wenn man diese Zahl auseinander nimmt, 19, 15, 8, 12 und 5. Und sucht den 19., 15., 8., 12. und 5. Buchstaben im Alphabet. Welches Wort ergibt sich dann? Sohle. Der Beweis. Wenn Sie das jetzt logisch fanden, sollten Sie weniger Freunde in der AfD haben. Aber man muss natürlich auch verstehen, Fakten stören bei der Meinungsbildung. Es ist viel einfacher, auf sein Bauchgefühl zu hören und sich die Realität dann entsprechend zurechtzuzimmern. Ich glaube, das ist auch ein langfristiger Trend. Gefühle werden immer wichtiger, Fakten werden immer unwichtiger. Das Fernsehen hat schon reagiert. Nochmal konkret. Sie sind also gegen die Ansiedlung der zwei Familien aus Syrien bei Ihnen im Ort, obwohl das nur 9 Personen sind. Also gefühlt sind das nicht 9 Personen, sondern 9000. Und die sind alle aggressiv. Gefragt, gefühlt. Und hier kommt die erste Frage. Wann war der Fall der Berliner Mauer? 9. November 1989. Echt? Gefühlt ist das aber länger her. Und das ist richtig! Christian, yes. Gut gemacht! Die Punkte gehen auf dein Konto! Gefühle, Gefühle, Gefühle. Und an die Leser denken. Guten Tag, Kripo Delmenhorst. Haarig und klein. Also ich bin haarig und er ist klein. Weiß man schon, was die Todesursache ist? Das
Ja, verstehe. Kann man jetzt noch nicht sagen. Also mein Bauchgefühl sagt mir ja, der wurde vergiftet. Mhm, ja. Ja, ne? Und jetzt die Chance, Lewandowski! Tor! Der Ball ist gefühlt drin. Hier nochmal, wie er den gefühlt reinköpft. Tolles Tor, neuer Spielstand damit, 1:0. Wir haben Fingerabdrücke auf dem Ball gefunden. Von der Nummer 1. Gefühlt ist es aber die Nummer 2. Hm. Nummer 1, was machen Sie beruflich? Ich habe einen Online-Shop für Beile und Äxte und so. Okay. Sie sind festgenommen. Wegen Mordes. Mitkommen. Ja, kommt schon. Es ist heiter bis wolkig, bei gefühlten 27 Grad. Behauptungen, das Wetter werde extremer, sind totale Klimahysterie. Überlegen Sie mal. 9000 aggressive Flüchtlinge. Woher wissen Sie jetzt, dass die alle aggressiv sind? Ja, das stand auf Facebook. Auf Facebook? Ja, das habe ich da gepostet. Na dann. Aber, ja was? Die Gefühle sprechen eine eindeutige Sprache. Da können wir noch nichts machen. Und Chips? Das ist schon wieder Mittagessenszeit gefühlt.